Und weiter geht es mit einer neuen Folge von GTA 4. Ich bin froh, dass das Spiel geladen hat. Eben habe ich einmal gestartet, da war Nico unsichtbar, der Radar war nicht da. Es sah alles ganz merkwürdig aus. Ich weiß nicht, was da los war. Aber es war ganz, ganz merkwürdig, das Spiel. Ein Taxi, das nehmen wir direkt. Ich habe gerade Lust auf eine Francis-Mission, wenn ich ganz ehrlich bin. Eine Francis McQuarrie Mission. Ja, fahren wir zu Francis. Machen wir eine Francis Mission. Da habe ich gerade Lust drauf. Ich wollte schon sagen, FPS-Anzeige. Das hat doch nie im Leben gerade gestimmt. 200 FPS in-game? Nein. Nie im Leben. Aber erstmal mal jetzt die Mission Final Interview. Ach, die kommt jetzt schon. Kenne ich schon. Natürlich. Hey, Jimmy, how you doing? Come on, Jimmy, let's go to my office. Okay, that's it, sir. You're undercover. Hey, Chief. Hey, Mitch, looking good. Gastric bypass worked out well for you, I see. Yeah, thanks. I'll tell my therapist about you. Tell him my boss keeps sexually harassing me. Oh, yeah, you wish. I could use a drink. You? No. Oh, the motherfucker thinks he can drag me down. What's wrong now? Oh, man. Sure. Listen. Where to begin? I don't know. Let me put it like this. If a guy makes a mistake, should that ruin his life? People don't understand how life is. Life is like a bowl of fruit slowly rotting in a hot kitchen. I don't give a fuck about the life lessons, friend. What do you want? I'm a good guy. He's got it all wrong. He's got but one stain on my character and I'm finished. I want to make a difference. What? Some lawyer. Big white shoe firm thinks he's a crusader. Some morality cunt who takes photos of guys in the shower at the gym and then jacks off on his wife's face. Hey, enough! Enough. Sorry. Look, the guy's name is Tom Goldberg. Thinks he's got something on me. Gonna go to the DA with it, use it to get into Congress. Okay. Yeah. So, it's him or me. And it might as well be him, right? But he's hard to get to. Guy's got a bodyguard, limo, everything. You're gonna need to get one-on-one with him. Not in the showers. Not a shower, a job interview. Then you can steal some files I need. An interview? Sure. It'll be easy. You're an immigrant. They're almost legally bound to interview you. But, get yourself a suit. Hey, ich hab schon einen Anzug an. I'll email you the details. You're a good man, Nico Bellic. A good man. Coming from you, that means a lot. It does. Begib dich zu einem Internetcafé. Ich habe Angst, hier ein Auto zu nehmen. Sind die offen? Alles gut. Auf zum Internetcafé. Ach, ich will noch was ganz kurz einstellen. Die Maus, hallo? Einen Punkt runterstellen, die Lautstärke. Weil ich muss das Spiel extrem leise machen im Verhältnis zu meiner Stimme. Beim Rendern. Weil die Auto... Ich finde scheiße, es... Oh, ich habe das erste Wort gesagt, schön. Ich finde es nicht so toll, dass es hier nicht die Option gibt, dass man einstellen kann, dass, wie heißt es? Stimmenlautstärke. Das vermisse ich. Spiele, wo man allgemein den Sound einstellen kann, sind scheiße. Punkt aus, auch wenn ich das Wort schon wieder gesagt habe. Es ist furchtbar, wenn man nicht einstellen kann, dass die Stimmen lauter sein sollen. So. Internetcafé, ich bin da. Ich parke. Ich habe geparkt. Ich muss...
Zack, FS hochgegangen. Im Gebäude sofort. Da, oh Gott. Pussy. Was will der schon wieder? Wenn ihr wollt, könnt ihr es durchlesen. Okay. Okay, Radio. Danke für deine E-Mail, sie hat mich zum Weinen gebracht. Ah, danke, dass du es... Ihr könnt es jetzt lesen, pausieren. ITW. Okay. Bitte helfen Sie. Sehr geehrte Frau, Frau, Familie. Auch schön anschreiben. Aber wir wollen ja hier hin. Wirft mal einen Blick auf www.goldberg-klinger-scheister? Scheister, ja. Karriere. Lebenslauf senden. Lebenslauf von Nico Bellic. Karriereziel. In meinem Beruf an die Spitze in Liberty City aufsteigen. Erfahrung. Bellic & Bellic. Rechtsanwälte. Partner. Rechtsanwältpartner. Erfahrung im Strafrecht, besonders mit Totschlag, Mord, Drogenhandel, Erpressung, organisiertes Verbrechen und schweren Autodiebstahl. Verfahren gegen korrupte Personen, einschließlich leitende Angestellte und Firmenvorstände angestrengt und erfolgreich abgeschlossen. Befassung mit Wachstummärkten auf den westindischen Inseln, besonders Jamaika und Puerto Rico. Hilfestellung bei der Einfuhr von Waren aus diesen Wachstummärkten. Verschlankung des Unternehmens durch schwierige, aber unanlässige Entlastung. Mediterranes Schifffahrtsunternehmen, beigeordneter Anwalt, Entwurf von Einreisedokumenten, wahrscheinlich Zollabwicklung für Kliententätigkeit in vielen europäischen Ländern, einschließlich Balkanstaaten, Italien, Russland. Balkan-Friedenstruppe, Praktikant, Arbeit in einem vom Krieg zerstörten Gegner, um den schlimmsten Betroffenen zu helfen. Schlichte und schwere Dispute durch entschiedene Eingriffe mit chirurgischer Präzision. Okay, Ausbildung an Vespucci-Universität für Jura. Vespucci, Dr. Jura, Kursrang Top 1%, Kapitän des Sportschützenteams, Bulford-Universität, Großbritannien, Magister internationaler Beziehungen, Summa Cum Laude, bestes Boxteam der Uni, besondere Fähigkeiten, menschliche Führung, Überwindung kultureller Unterschiede, sportliche Fähigkeiten, Schießen, Boxen, Laufen, Schwimmen auf professionellem Niveau, Interessen, Weltpolitik, Import, Export von Waren, freie Marktwirtschaft, Lebenslauf senden. Schön. Anwaltsfirma. Speichern bitte, danke. Wir machen noch die Playboy X-Mission. Die melden sich ja dann irgendwann und da das gerade am nächsten ist, machen wir die Playboy X-Mission noch. I've sent off the application. I've always wanted to be a lawyer. You can be whatever you like. It's the land of opportunity. Any fool can become president. Call when you hear about the interview. Ja, das kann aber noch dauern. Photoshop. Genau deswegen wollte ich die Mission nochmal, weil die kurz ist. Not much. How are you? Chilling. It's all good. Well, mostly good. Mostly? Yeah. Dwayne's been getting on my nerves. Pushing me, man. But whatever. We spoke about that shit already. I give him time. He's just out of prison. For real. Listen, G. Dwayne ain't the only thing I got on my mind. No? No. Some motherfucker's been calling me a phony, calling me a snitch, calling me all kinds of bullshit. Big deal. Yeah, big deal. Damn right. Until I discover that same motherfucker, well, he's got some real loose lips. Not bad. So, you need this guy silenced? Yeah. He hangs out with his team near the courts on Exeter between X and W. Okay. What does he look like? Well, son ain't too diesel or nothing. And he a regular looking dude, know what I mean? Now, he don't flash his guap too much, but you can see it in his eyes. He a hustler. Eh? Homie ain't too brolic, but he ain't scrawny neither. And he be styling on him a little, you dig? I mean, he ain't too bummy, but he grimy too. So he's the average one? Look, he's brown skin B. Motherfucker be rocking baggy clothes, all that. Jewels, and he stay fresh with the clean sneakers. Know what I mean? And sometimes a bandana. Look, I need more than that to go on. Jesus. Here, take this. Head down there.
take a photo, send it to me, and I'll point out which one of them motherfuckers it is. Fine. And that's a little gift for you. Ja, ein Fotohandy. Juhu! Ich hoffe, es hat funktioniert, dass ich mich kurz gemutet hatte, während ich in der Zwischensequenz, aber ich habe es getrunken da kurz und musste husten. Hab zum Beispiel einfach leise gedreht. Also nicht ausgemacht, sondern einfach Lautstärke auf 0 gedreht. Ich hoffe, es hat angstfrei funktioniert. Ansonsten tut mir leid. Ich werde es am Ende sehen, ob während der Zwischensequenz irgendwas ist. Und heute hat das Spiel extreme FPS-Probleme. Ich weiß nicht warum. Schon wieder. Einer von denen ist es. And that's why the penetrators ain't doing nothing this season. They got no one who can work the lanes, man. Shit, Lieutenant. That's something I was forced into from the necessity of my financial situation. My body is forced to rob and deal in order to sustain my own well-being and that of my immediate family. Mach ein Foto der Gangmitglieder und schick es an Playboy. Halte Abstand. Ah, jetzt haben wir den Hintergrund. Darauf habe ich eigentlich schon gewartet. So. Danke. 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 Dankeschön, dass du mich umgefahren hast. Ich hoffe, es funktioniert. Weil ich habe auf dem Bild überhaupt nichts erkannt. Haben die sich mir zugedreht? War was? Ich sag ja, die Mission geht schnell. Modo. Oh. Da steht jemand von meinem Auto. Marlin ist dead. Soll ich mich nochmal ins Internet gehen? Ich sollte mal die Waffe wegstecken, das könnte eventuell besser sein. So, wir haben schon wieder eine neue Mail. Wir haben noch darauf geantwortet. Aber wir haben noch eine neue Mail. Irgendwo habe ich noch eine. Ach, Pussy. Das haben wir auch. Mehrere Mitglieder. Das Hupen im Hintergrund geht dezent auf die Nerven nur. Mehrere Mitglieder Bauarbeit zu Recht. Also wird die City wurden heute auf der Baustelle niedergemetzelt. Die Baustelle war geschlossen worden, da es zu Unstimmigkeiten mit dem Bauträger Yusuf Amir gekommen war. Die schließen mit einem Streik gipfelten. Niemand weiß genau, wo ihr die Ursache für die Auseinandersetzung lag. Aber die Gewerkschaft, die angeblich schon seit langem Kontakt zum Organisierten festlegt, scheint mehrere schwer bewaffnete Vertreter auf der Baustelle gehabt haben zu haben. Das wissen wir. Ach, Elsanay, da dürfen wir leider immer noch nicht hin. Mord in Hove Beach. Tod im Lokal. Schon wieder brutaler Mord. Schon wieder. Heute wurde erneut ein brutaler Mord in Hove Beach verübt. Die Polizei vermutet diesmal jedoch keinen Zusammenhang mit der russischen Mafia, die die Gegend zuerst im Griff hat. Das Opfer, Mr. Tom Rivers, erzählte dem Besitzer, er sei auf einem heißen Date. Er wurde anschließend in Manchester City mit einem älteren, ausländisch wirkenden Mann beobachtet. Wenig später war er tot. Toller Satzbau. Oh, er hat einen tollen... Wurde mit einem ausländisch wirkenden Mann beobachtet. Nee, der Satz. Wenig später war er tot. Rivas war arbeitslos, doch er hat angeblich eine Reihe älterer Liebhaber, die ihn finanziell unterstützten. Die Polizei verfolgt jetzt alle Indizien auf der Suche nach dem Mörder. Okay. Okay. Mallory. Nico, I'm getting worried. Roman didn't get back at all last night. He likes to party. He stays out late the whole time. You know what he's like. Not on my watch, he don't. Something ain't right. Oh oh, da mahnt sich was Böses an. Ich hätte nicht gedacht, dass es schon so schnell kommt. Roman ist nicht nach Hause gekommen. Oh nein. Aber das war's mit dieser Folge. Heute etwas kürzer. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Ich höre lieber auf, so zu reden. Das war's mit dieser Folge GTA 4.
Tut mir leid, dass es gerade so kurz ist, aber ich bin ein bisschen am Vorproduzieren, weil ich gerade mal ein bisschen Zeit brauche. Deswegen produzieren, produzieren, produzieren. Machen wir denn nicht so Twain oder Packy? Ich würde Twain vorschlagen, weil Twain in der Nähe ist. Ja. Bis dann. Ciao.